Willkommen, meine Lieben, zurück zu einer weiteren Folge bei unserer Nutzoberry Challenge. Ja, lange ist es jetzt schon her mit Familie Nutzoberry, Minty Price, beziehungsweise Price und Fox. Und ja, unser Kupi hat in den letzten Tagen ein bisschen was für seine Uni gemacht und wir sind gerade zu Hause am Wochenende bei unserer Familie. Ich dachte mir einfach, nach der ganzen Woche Uni-Stress können wir mal ein bisschen was Entspanntes machen. Und ich hatte ja von Anfang gesagt, dass wir das mit der Uni eher so nebenprojektlich machen, dass ich da viel aktiv mache, aber es ein bisschen weniger in die Folgen mit reinnehme. Genau, aber was ist jetzt die ganze Zeit so passiert in den letzten Tagen? Kurzer Rückblick. Und zwar haben wir jetzt schon das zweite Semester und haben einen aktuellen Notendurchschnitt von 2+ und haben die ersten 3 Leistungspunkte schon bekommen. Und wir sind am Ende rein theoretisch vom zweiten Semester auch schon und haben Pfade der Kolonisierung, wissenschaftlicher Fortschritt im Laufe der Zeit und Entdeckung und Königreiche, wo wir zum einen eine Abschlussarbeit machen müssen, eine normale Prüfung und eine Präsentation. Die Präsentation müssen wir am Montag früh dann halten. Da haben wir ja bisher nur eine Uni-Vorlesung und zwar von 11 bis 12:25 Uhr. Genau, heißt, wir sind im zweiten Semester, das auch zum Ende hin ist. Und die Kopi hat ein bisschen was erledigt. Zum einen haben wir ein paar Bilder nachgeholt mit unseren reizenden Damen. Zum einen mit der Carolina, denn wir haben ja ein paar Beziehungen aktiv, und zwar die Jai Lee. Mit ihr haben wir ein Foto gemacht. Sie ist ja auch aktuell unsere feste Freundin. Da hat ein Bild noch gefehlt. Von der Lily hatten wir ein Foto, auch von der Rose. Molly zähle ich jetzt aktiv erstmal nicht als Beziehung so fest, auch wenn sie rein theoretisch schon wirklich dazu zählen würde, weil, wenn man ins Bestreben mal reinschaut, zählt sie als 5 Sims geküsst zum Beispiel. Aber zurück zum Thema, genau, ich habe mit der Caroline und mit der Jai Lee die Bilder gemacht, die schon mal in sein Studentenapartment gepackt. Sie hat ihn nämlich für dieses Techtelmechtel, als wir nämlich in Sulani am Strand waren, in dieser Hütte, hat sie ihm wieder Geld geschickt. Er natürlich voll außer Rand und Band gewesen, hat sie ihr versucht zurückgeschickt. Überweisung wurde abgelehnt, Tritratrudel. Das heißt, sie hat ihm das zweite Mal jetzt 1000 Simoleons gegeben. Genau, was ist noch passiert? Ich habe die Uni vorangetrieben, ich habe seinen Fußball vorangetrieben. Dann, ja, hatte jemand Geburtstag in dieser Familie. Und zwar unsere kleine Evolette, die ist jetzt ein Teenager. Genau, ich werde sie dir gleich mal zeigen. Sie ist so wunderschön. Wir haben einen Kuchen gebacken. Der Kupi war dann da. Das war, glaube ich, am Freitag. Irgendwann haben wir den Geburtstag gefeiert, wenn ich mich jetzt richtig dran erinnere. Und es war wirklich wunderschön. Ich habe mich wirklich gefreut und es wurde auch Zeit. Genau, da ist die Sherry Rose. Ich habe die Familie ein bisschen umgestylt. Unsere Jai Lee ist mit dabei. Da ist unser Evoric. Unser Trevor. Genau, dann habe ich sie umgestylt und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo sie sich verkrümelt hat. Und habe dementsprechend natürlich dann auch die Zimmer angepasst von den beiden. Ich werde euch jetzt mal ein paar Screenshots einblenden. Das ist einfacher, als mit der Kamera hier jetzt rum zu switchen. Und einmal von der Sherry Rose als auch von der Evolette. Die hat ja hier ihr Zimmer. Das ist im Cooper sein altes Zimmer. Und hier ist der Sherry Rose ihr Zimmer und hier ist im Evoric sein Zimmer. Ja, ich finde die Zimmer total toll, beides in den Farben der Mädels. Aber ich finde sie aktuell nicht. Wo ist sie denn? Moment. Ah, da ist sie. Sie ist so wunderschön. Sie sitzt hier und ist am Schachspielen. Wir können ja mal mitspielen und vielleicht können wir ihr sogar, kannst ihr mal schmeicheln und zum einen dann nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Sagen, hey Schwesterherz, du siehst super aus. Sie ist natürlich ein Alien, wer das noch nicht mitbekommen haben sollte. Sie als auch der Evoric und ich finde, sie ist so süß. So süß. Also, ich finde alles im... Also, ich hätte am liebsten mit allen irgendwie die zweite Generation weitergespielt. Und es ist nicht sehr leicht, sich da einen Hauptsim rauszusuchen, um ja die nächste Generation dann zu spielen. Es ist knifflig. Auf jeden Fall werden wir heute einen entspannten Familientag machen. Oh, die Lilly ruft uns an. Hast du schon mal von dem Zähigkeit,
Zähigkeitsspiel gehört. Ein paar Sims werden an einen einsamen Ort gebracht und ihrem Schicksal überlassen. Echt tierisch. Möchtest du an der Mutprobe teilnehmen? Ich bin dabei, nur wenn es nicht länger als 14 Tage dauert. Oh nein, das ist erst zu Ende, wenn nur noch ein Sim übrig ist. Wenn es nur 14 Tage dauern würde, wäre das nicht episch genug. Okay. Was hat die Lilly mit uns vor, bitte? Genau, und unsere Sherry Rose hat ja auch einen festen Partner. Sie hat sich ja verliebt in dem kleinen Movie, ist das so zustande gekommen, den ich da gemacht hatte. Und zwar ist sie mit dem besten Freund vom Cooper zusammen. Und zwar der Emiliano, genau. Ich habe zum einen den Emiliano, die Simone und die Molly zu jungen Erwachsenen altern lassen. Und die Lilly habe ich vergessen, genau, die Lilly müsste ich noch machen. Und die beiden, ja, sind ein Herz und eine Seele, ein total süßes Pärchen. Auf jeden Fall hatten die beiden ihr erstes Techtelmechtel, sie und der Emiliano. Und die beiden sind total hin und weg. Aber ja, auf jeden Fall, unsere Evolette ist total süß. Als Alien, ich finde sie so süß. Ich kann euch mal ganz kurz... So sieht sie getarnt aus. Ist sie nicht wunderschön? Schaut sie euch an. Sie ist so, so süß. Aber die wohnen und leben in der Zeit, wo sie sich nicht tarnen muss. Sie kann in ihrer Alien-Form unterwegs sein. Ich fand es so süß. Ich habe ihr dasselbe Kleid gegeben wie der Sherry Rose. Weil das hat irgendwie gepasst, fand ich. Wir können dich ja wieder zurücktarnen. Ja, und da ist unsere Blind Date Freundin. Das war ja eine sehr amüsante Folge, meiner Meinung nach. Ich weiß noch nicht so genau, ob wir erst in eine Wohnung ziehen, in eine kleine, in so ein Apartment. Oder ob wir direkt in ein Haus ziehen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und jetzt dürft ihr mal hier alle ein bisschen herumschwimmen. Könnt ihr mal alle eine Runde springen machen. Das sieht bestimmt cool aus, wenn wir da alle nacheinander ins Wasser planschen. Ja, wieder schön mal hier zu sein. Auch wenn ich sie nicht aktiv spielen darf. Sogar die kleine Maus, oder? Gehst du auch mit in den Pool? Oh, wie süß. Ich finde es so süß, dass die Hunde auch immer reinspringen ins Wasser. Oh, Sherry Rose, du bist da so dezent drin. Oh, Kubi macht gleich eine Arschbombe. Und Kups. Ui. Da ist er, unser Kupsi. Dann können wir mal hier ein paar Fotos machen, wie sie sich freut. Oder Papa, der hat mit uns auch ganz oft telefoniert in den letzten Tagen. Sieht ein bisschen lustig aus, wie sie so halb in dem Sprungding sitzt, aber okay. Geht schon, geht schon, geht schon. Wir werden auf jeden Fall dann grillen und einfach mal gucken, ob die Carolina von sich aus uns langsam in Ruhe lässt. Oder ob da noch was kommt. Wir gucken auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden wir mal mit unserer Schwester ein bisschen plaudern. Ihr könnt mal beste Freunde werden. Und Cooper hat gleich Fußball, was wir ausfallen lassen werden, ausnahmsweise. Ich finde es so süß, die Mädels haben alle denselben Bikini an. Die Mama, die Tochter und die andere Tochter auch. So süß. Oh, ich sehe gerade, bei deinem Skin ist irgendwas kaputt. Dekolleté-Overlay. Bei der Minty funktioniert es und bei ihr nicht, wenn ich mal so offen sein darf. Süße, was machst du da? Schön aufpassen, ne? Genau, wir machen jetzt mal mit unserer Schwester ein Foto und er sagt hier, wenn irgendwie was ist, du kannst jederzeit dich bei mir melden. Ich bin für dich da, auch wenn irgendwie in der Schule was sein sollte, auch wenn ich in der Universität bin. Du bist meine kleine Schwester, ich helfe dir, wann immer ich kann. Ich bin für dich da und das freut sie natürlich total. Oh mein Gott, ist sie hübsch, oder? Was sagt ihr dazu? Die Simone schreibt, mein Nachbar meinte, auf dem Romantikfestival könnte man super Leute kennen. Dann sollten wir mal nachsehen, ob er recht hat mit ein paar Freunden. Ja, sonst gehen wir später noch aufs Romantikfestival. Sprühe mal die Pflanzen ein und dann würde ich sagen, können wir mal hier... Was machen wir denn Schönes? Ich weiß, dass wir ein paar Vegetarier bei haben, deshalb würde ich vielleicht so Ofenkartoffeln. Was ist das hier? Pan de Campo Pilzsteak. Das klingt ja lecker. Das probieren wir mal. Kubi macht dann Pilzsteak für uns. Das habe ich jetzt noch nicht probiert. Ich habe schon aus Tofu versucht, so Steakschnitzel, Frikadellengedöns zu machen. Ich habe aus Linsen schon versucht. Das war sehr, sehr lecker. Aber Linsen muss man mögen, weil ich sehr vom Geschmack eigen sein können, wenn man nicht gut mit Gewürzen arbeitet. Und was ich auch schon versucht habe, ist aus Haferflockenschnitzel zu machen. Das war auch sehr, sehr lecker. Aber man muss halt auch mit den Gewürzen und dem Geschmack vom Hafer mögen,
Und man muss halt gut würzen. Genau. Ja, ja, das nimmt doch schon mal Gestalt an. Und du bist total glücklich mit deinem Emiliano, ne? Man merkt das total. Total glücklich verliebt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dass sie in der Emiliano heiraten werden. Könnte ich mir wirklich vorstellen. Wo ist denn der Rest unserer Familie? Wir machen mal hier Kamera fokussieren, dass wir die ein bisschen mitbekommen. Oh, die ist so süß. Und der kleine Mann hat, glaube ich, auch noch so 2 Wochen ungefähr. Und dann ist er auch schon älter. Da ist die Mama. Die hat sich schon an der Schule angemeldet. Ich habe nämlich eine neue Schulmod von Artependigo. Und die beiden sind total hin und weg. Ah, wisst ihr, wen wir einladen können? Shit. Habe ich leider nicht drin. Schade, ich habe die Mama von den beiden gar nicht hier drin. Okay, ich habe es leider nicht mitbekommen, dass Coopy beim Fußball war. Habe das jetzt leider verpennt, dass er da nicht hingehen sollte. Genau, und das können wir dann nur am Montag noch machen. Ja, okay, so, da sind wir auch schon. Jetzt können wir schön Karaoke singen gehen. Ich glaube, in dem Club waren wir schon mal. Hier, wir machen hier einen Cowboy-Kopentanz. Das solltet ihr eigentlich hinkriegen. Los, los. Und? Guck mal, da kriegen wir sogar das erste Lied schon. Warum, Leute? Habt ihr das gesehen? Wie süß. So, können wir hier... Ah, hier zusammen Cowboy-Gruppentanz machen. Kriegen wir das hier hin? Na, 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 na. Und? Hallo? Wir wollen einen Cowboy-Gruppentanz machen, Leute. Ah, guck mal, hier geht's schon los. Oh, die Sherry Rose. Au! Oh, der Kubi geht voll ab. Wie geil! Die gehen voll ab. Wir haben jetzt zwar ein bisschen doppelte Musik, aber okay. Machst du gut, Kupski? Machst du gut, Kupi? Ja? Mit Jaili. Genau, das machen wir auch noch. Und dann gucken wir mal, dass wir hier irgendjemanden an die Bar bekommen. Dass wir was zu trinken bekommen, oder? So süß, wie die tanzen. So süß. Guckt sie euch an, wie sie tanzt. So glücklich, so glücklich, wie sie ihre Moves hier präsentiert. So süß. Wer kreischt hier wen zusammen? Oh Gott, die erste klappt zusammen. Die nächste klappt zusammen. Die nächste kreischt. Wem kreischt ihr denn? Hä? Wegen wem kreischen die denn? Jemand mit blonden Haaren. Hier ist doch niemand mit blonden Haaren. Hm? Kups, wo bist denn du schon wieder überhaupt? Oh. The Molly, ihre Mom. The Molly, ihre Mom. Ah, oh, wisst ihr, was wir jetzt machen? Er geht jetzt mal hin und wird sich vorstellen. Sie sind doch, Molly, ihre Mom. Ich wollte mal mich erkundigen, was mit Molly denn los ist. Die meldet sich überhaupt nicht mehr bei mir. Ich wollte alles anrufen und die SMS schreiben und Nachrichten, aber sie regiert einfach nicht. Von Simone weiß ich das soweit. Sie sagt dann, du brauchst mich mit mir überhaupt nicht zu unterhalten. Du hast meiner Tochter das Herz gebrochen und die wird dann so ein bisschen ausfallen. Dann sagt dann hier, du brauchst dich überhaupt nicht mehr bei ihr zu melden. Du bist ein schlechter Umgang für sie, was du ihr angetan hast. Und Cooper denkt dann auch nur so, was habe ich ihr denn angetan? Kannst du dich jetzt mal bitte vorstellen? Los, du Tanznase. Und sie sagt dann, du brauchst dich bei mir unter meine Augen nicht wieder blicken zu lassen. Lass meine Tochter in Ruhe. Du hast ihr das Leben schon so vermiest wie noch nie. Und stellt er sich jetzt vor? Und die Evolette geht ab. Hier, Mann, jetzt haben wir hier die richtige Stimmung im Hause, ne? Und er wird dann zu Simone gehen und sie dann mal fragen, was sie denn weiß, warum die Mama von der Molly so komisch jetzt war zu ihm.
Sie so, du, sie möchte sich da nicht groß einmischen. Am besten wäre es, wenn er sie selbst kontaktiert, wenn er sich dazu bereit fühlt und wenn die Molly das natürlich auch möchte. Hui, wie sie alle abgehen, da kriegt man voll die Groove-Vibes. Er sagt dann, okay, er versteht das Ganze nicht mehr und er wird sie jetzt einfach mal versuchen anzurufen und gucken, ob sie rangeht. Und können wir hier eigentlich nächstes Lied machen? Nächstes Lied. Und geht sie dran, Koops? Also hier ist es, was? Ich schlafe, ruf später nochmal. Also sie hat den Anruf wieder abgelehnt, ihnen nix geschickt. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt mal nach Hause und der Koopi denke ich auch nur so, er versteht's nicht. Er hatte mit ihr von Anfang an ausgemacht, dass sie was Lockeres zusammen haben, dass da nichts Ernstes bei ist und sie sollten auch immer offen und ehrlich zueinander sein. Er war das so zu ihr. Er hat ihr gesagt, er wird nie mehr als nur dieses One-Night-Stand, diese lockere Beziehung in ihr sehen. Er ist absolut ihr bester Freund. Er würde ihr mit ihr durch dick und dünn gehen, bei ihr jederzeit zur Seite stehen. Aber hat halt von Anfang an das eigentlich klargestellt, dass da nicht mehr draus werden würde. Deshalb versteht er das jetzt nicht so, warum sie da so schweigsam ist. Wir wissen es ja schon, wieso, weshalb, warum. Und wir werden jetzt mal eine kleine Zwischensequenz einblenden. Denn die Molly hat ein kleines Video vorbereitet mit mir zusammen und möchte da eine Kleinigkeit mit euch teilen. So, Zwischensequenz ist vorbei, wir sind wieder beim Koopi und ja, war total zuckersüß, als wir beim Ultraschall waren. Also wir wissen auf jeden Fall, es wird ein Baby, was die Molly erwartet. Und sie hat auch nochmal bestimmte Untersuchungen und DNA-Profile anlegen lassen. Das kann ich euch so schon mal verraten, um sich wirklich sicher zu sein. Denn wie wir wissen, war sie ja nicht nur mit dem Koopi geschlafen. Deshalb, wir wissen es noch nicht zu 100%, ob er wirklich der Vater ist. Er weiß noch gar nichts davon. Mal gucken, wann das Ganze dann so richtig ins Rollen kommt, wann er Erfahrung das erfahren wird. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Break rein und lassen den Koopi schlafen und sehen uns dann auf jeden Fall, sobald er wieder wach ist. Da werden wir dann noch eine Kleinigkeit unternehmen. Die Präsentation genau können wir erst am Montag halten. Aber ich hatte mir überlegt, ob wir vielleicht mit Caroline vielleicht uns mal treffen, ein paar Dinge besprechen. Und ja, mal gucken, ob sie es vielleicht lässt mit dem Geld schicken oder ob es noch schlimmer wird. Man weiß ja nie. Oder ob sie so beide sogar sagen, hier, das war überhaupt keine gute Idee, dass du mich gefragt hast, ganz betrunken, ob wir eine Beziehung eingehen wollen. Ja, ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen. So, dann sind wir auch schon wieder top fit. Wir haben gerade den Trockner einmal sauber gemacht und dann die Wäsche angestellt und werden jetzt hier noch, oh, da guckt jemand eine Romanze. Viel Spaß. Und haben wir jetzt einmal die Wäsche angestellt, dass wir frische Wäsche haben und werden einmal jetzt noch schnell einmal noch unter die Dusche springen, einmal kalt duschen, damit wir für das Treffen mit Caroline soweit bereit sind. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze so verlaufen wird. Ich habe eigentlich eine Richtung, wohin das gehen soll. Was ist hier? Oh, reparieren. Okay, ersetzen. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal den Fusselfilter und dann nochmal anstellen, auch wenn wir jetzt ein bisschen Geld verloren haben.
Ja, mal schauen. Auf jeden Fall möchte er auf jeden Fall mit Molly nach ihrem Tag fragen. Und die Molly ist auch schon sehr weit in ihrer Schwangerschaft. Die müsste jetzt im zweiten Trimester sein, soweit ich weiß. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wann ungefähr das Baby kommt. Wir haben ja jetzt Sonntag. Da die Schwangerschaft pausiert ist, muss ich das dann immer per Hand umstellen in das nächste Trimester. Und wir haben hier Gemälde wieder, die angefangen werden und nicht beendet werden. Dass wir sie uns dann nehmen könnten zum Verkauf. So, der läuft, die läuft. Hi! An, um zu plaudern. Willst du rangehen? Ja klar, können wir mit unserer Schwester telefonieren. Um Verabredung bitten. Da haben wir es doch. Und dann werden wir sie zu einem Burger, zu einer Pizza einladen. Und mit ihr mal quatschen, wie es jetzt ausschaut. Dass sie das bitte lassen soll, mit dem Geld zu schicken, auch wenn er es in dem Sinn gebrauchen könnte. Aber wir haben jetzt 10.000 Simoleons. Und er sieht es auch nicht ein, sich für den Geschlechtsverkehr mit ihr bezahlen zu lassen. Also geht für ihn überhaupt nicht klar. Das war ja auf beider Seiten einvernehmlich, ohne vorher zu sagen, hier, das wird bezahlt und sowas. Haben wir hier einen guten Burgerladen? Ihr könnt von mir beste Freunde werden und sagen, hey, schön, dass du gekommen bist. Aber wenn wir uns jetzt lange nicht gehört haben, ich wollte mit dir ein bisschen was bequatschen, auch nochmal wegen der Nachricht, die gekommen ist. Und die so, ja klar, Cooper, warum nicht? Also, wir sind ja in dem Sinne ein festes Paar, auch wenn es eher was Lockeres ist. Wir können jederzeit miteinander reden. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir einen Tisch bekommen. Um dann... Was macht ihr? Ah, skandalöse Frage stellen. Achso, okay. Ich dachte jetzt schon, ihr techtelt hier schon wieder rum. Ich würde sagen, der Kubi, da es noch relativ früh ist, vielleicht können wir ja auch brunchen. Wir gucken mal hier durch. Ja, goldene Eier und Toast. Das klingt doch gut als Brunch, oder? Nehmen wir das. Ich denke, der Kubi nimmt auf jeden Fall einen Orangensaft. Und da sie ja sehr gerne ins Gläschen guckt, wird sie sich irgendeinen Cocktail bestellen. Sunset Valley, würde ich sagen, kann sie sich bestellen. Und dann geben wir mal die Bestellung auf und dann würde ich sagen, wagen wir das Ganze mal und fragen mal über Interessen aus, hier über Geselligkeitstipps geben. Und er sagt dann hier, Carolina, ich wollte mit dir nochmal über... Oh Gott, was war mit deinem Fingernagel gerade los? Was geht denn da ab? Oh mein Gott, das sieht ja grässlich aus. Und werden jetzt mal hier so ein bisschen das Gespräch anfechten und sagen, hier, ich hatte dir schon mal gesagt, ich möchte kein Geld, wenn wir einen Techtelmechtel miteinander haben. Ich habe dir die Überweisung zurückgeschickt und ich hoffe, diesmal wirst du sie nicht ablehnen. Er wird auch sagen, dass er das ziemlich unverschämt findet. Beim ersten Mal hätte man es vielleicht irgendwie noch so zu einem Verstehen können, dass es irgendwie ein Missverständnis war, auch wenn er nie irgendwie was angedeutet hat. Aber beim zweiten Mal fand er das auch schon ein bisschen respektlos und wird sich daraufhin auch ein bisschen mit ihr streiten. Und wird hier ein bisschen die Beziehungspräferenzen zu kritisieren. Das werden wir damit mal anfangen und sagen, hier, du kannst doch nicht einfach die Leute, mit denen du schläfst, bezahlen dafür. Das muss ja, wenn dann schon, auch vorher abgesprochen sein. Und ich habe nie Anweisungen dazu gegeben, dass ich der Beziehung so handle. Dann wird ihr da jetzt so ein paar Takte zu sagen und sie wird sich das anhören. Natürlich auch dementsprechend darauf reagieren und sagen, hier, das war nicht böse gemeint, aber du bist jung, du bist ein Student, du kannst doch die Unterstützung gebrauchen. Ich verstehe dieses Problem nicht. Und er sagt, ja, aber du behandelst mich in dem Sinne wie ein Callboy. Du bezahlst mich dafür, wo wir nie darüber irgendwas vereinbart haben. Aber Hauptsache sie schwärmen vom Essen. Und er sagt dann auch, also ich verstehe das nicht, ich habe dir das jetzt schon mehrmals gesagt und irgendwie kommt es bei dir nicht an. Dann wird er ihr immer die kalte Schulter zeigen und dann auch nochmal streiten können wir nochmal über die Karriere. Und dann sagt er auch, und das eine war, ich habe auf dein Haus angepasst, dann hast du dich Hals über Kopf an mich herangeschmissen. Alles noch akzeptabel, kann man irgendwie drüber reden, aber es geht halt überhaupt nicht, dass du mir für unsere Techtelmechtel Geld zahlst. Und man merkt irgendwie so, dass es bei ihr ins eine Ohr reingeht und ins andere Ohr rausgeht irgendwie. Sie hat da jetzt nicht so die Verständnis für, oder? Was denkt ihr?
Und sie sagt so, du kannst doch froh sein, dass ich dir den Job angeboten habe. Und das andere war halt, hat sich halt so entwickelt. Ich konnte es ja auch nicht beeinflussen. Oh, und seine Mom, seinen Dad, die sind dahin voll am Flirten. Und sie sagt dann, Cooper, ich verstehe wirklich nicht, was dein verdammtes Problem ist. Du regst dich über diese 1000 Simoleons auf, als hätte ich dir ein Haus gekauft. Also, und er dann so, du verstehst es einfach nicht. Es war nie die Rede davon, dass du mich dafür bezahlst. Das war einfach eine spontane Nacht. Das allererste Mal hat halt eins zum anderen geführt. Du warst betrunken und ich bin auch nur ein Mann in der Hinsicht. Und er versteht das alles nicht so. Er versteht das alles nicht, will es vielleicht auch nicht zum Teil verstehen und sagt es dann auch so. Und ich weiß auch nicht, ob ich damals hätte zustimmen sollen in die Beziehung hinein. Das hat alles so schnell gewirkt irgendwie. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir sind so unterschiedlich. Nicht nur, dass du halt älter bist als ich. Du bist eine erfolgreiche Karrierefrau, du hast dein Leben vor dir, du bist mittendrin, bei mir steht das Leben noch an, ich bin Student, ich weiß noch nicht genau, in welchen Beruf ich gehen will und ich habe den Eindruck, wir passen einfach nicht so wirklich zusammen und ich sehe es auch irgendwie nicht so richtig, wie die Zukunft für uns aussehen soll. Das macht keinen Sinn irgendwie. Und sie dann so, Cooper, du bist ganz ehrlich, du langweilst mich so ein bisschen. Sei doch froh, dass du mit mir zusammen bist. Ich bin so eine tolle Frau. Ich habe Geld. Ich kann dir die Welt zu Füßen legen. Und er so, das interessiert mich doch gar nicht. Das ist doch gar nicht das, was ich möchte. Und ja, ich denke, daraufhin werden wir jetzt einen Schritt wagen, der vielleicht zu früh ist. Hätte nie sein müssen. Entweder eine vorübergehende Trennung anfordern oder eine dauerhafte, wütende Trennung. Ich kann mir schon vorstellen, dass er wütend ist über das Ganze, gerade wegen dem Geldgesende, dass er sich dadurch ein bisschen wie ein Callboy einfach fühlt, dass er einfach nicht ist. Deshalb, ich denke, wir werden uns richtig fest von ihr trennen, wenn man das macht, das Ding fest. Die Liebe ist tot. Eine andere lieben kann keine Investitionen bereitstellen. Cooper Fox kann sich einfach nicht mehr um diese Beziehung kümmern. Er hat viel Zeit, weder Zeit noch Lust in dieser Beziehung zu in Liebeskrise, ist fertig mit seinem aktuellen unbefriedigten Leben und braucht eine Veränderung, einen Geist von einem Partner, Betrüger, ein Wuhu-Leben, ein Fehler. Cooper und sein Partner hätten gar nicht erst, oh ja, ich glaube, das nehmen wir. Ja, das nehmen wir. Wir gehen hier in Showposition. Und ja, der Cooper wird sagen, hier Carolina, ich bin ehrlich, meiner Meinung nach, ich habe mit ein paar Freunden drüber geredet, mit meiner Mama. Wir hätten nie zusammenkommen sollen. Das war nicht wirklich eine gute Idee von uns. Wir haben es versucht, aber es sollte nicht sein. Wir sind zum einen so unterschiedlich. Auch wenn man sagt, Unterschiede ziehen sich an, dafür sind wir einfach zu unterschiedlich. Ja, das Essen riecht gut, ne? Cooper, du hast deinen Teller nicht mal angerührt. Jetzt macht sie ihm sogar noch Komplimente. Mal gucken, ich habe keine Ahnung, wie sie reagiert. Macht ihr jetzt Schluss oder nicht? Oder schmachtet ihr euch nur an? Und er sagt dann hier, es tut mir leid. Aber es hat einfach keinen Sinn mit uns. Eine Entscheidung, eine dauerhafte Trennung, aber unsere Beziehung ist doch gar nicht so schlecht, oder? Es gibt immer noch eine gute Freundschaft und echte Zuneigung, findest du nicht auch? Wenn du etwas Abstand brauchst, etwas Zeit, um alles neu zu bewerten, warum machen wir da nicht eine Pause und sehen, wie es weitergeht? Das ist vorbei, die dauerhafte Trennung ist vorbei. Machen wir eine vorübergehende Trennung? Nein, wir machen die Trennung dauerhaft. Carolina hat auf eine einvernehmliche Trennung gehofft, aber dafür sind sie negative Gefühle von Cooper zu stark. Jetzt gibt es kein gutes Verhältnis mehr. Okay, er ist jetzt ein bisschen verbittert über die Trennung. Sie fühlt sich betrübt und verletzt und hat einen schwerwiegenden Groll gegen ihn. Auf jeden Fall sind sie getrennt. Und ja, ich hatte heute eigentlich einen Beach-Tag noch geplant. Aber ich würde sagen, der Kupi, der wird jetzt mal sein Essen fertig essen. Und sie postet direkt ihren Freundinnen. Der Mistgirl hat mich abserviert. Wie kann er nur? Dabei habe ich ihm das Geld gegeben und ach was sie jetzt schreibt und
Ich glaube, sie ist voll sauer. Deshalb, wir werden jetzt auch gleich diese Verabredung dann beenden und... Aber ich bin der Meinung, es war die richtige Entscheidung. Die meiner Meinung nach hätten die auch nie wirklich zusammenkommen sollen. Dafür sind sie zu unterschiedlich, haben kaum Gemeinsamkeiten, sind in verschiedenen Standpunkten in ihrem Leben, in verschiedenen Kapiteln, wie es auch so schön heißt. Sie ist schon mittendrin, irgendwo vielleicht bei Kapitel 15 von 30, erst noch am Anfang, Kapitel 2, 3, testet sich aus, guckt, wo das Leben hingehen will, soll. Und jetzt ist sie halt total sauer auf ihn. Gut, kann man einerseits verstehen. Eine weitere endgültige Trennung, okay. Aufgebracht. Also er ist jetzt ziemlich aufgebracht. Deshalb würde ich sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier... Können wir den Tisch auch so bezahlen? Genau. Geh mal die Rechnung zahlen, sag hier, ich zahle auch die Rechnung für heute. Bitte akzeptiere die Trennung so, wie sie jetzt ist. Wir gehen beide unsere Wege. Wenn wir uns über den Weg laufen, können wir freundlich uns grüßen. Wir müssen uns ja nicht direkt an die Gurgel gehen. Aber für ihn ist das Thema, das Kapitel jetzt beendet. Oh Gott, er ist voll wütend. Okay, wir müssen noch ein bisschen was machen, damit er seine Emotionen runterkriegt. Wir werden ein bisschen Kickboxen machen. Mit Jailin uns ein bisschen treffen. Da hat er ja auch noch nicht gesagt, dass er eigentlich... Oh mein Gott, die Molly ist da. Die Molly ist da, Leute. Erste endgültige Trennung von Lebensereignis. Nun, du weißt, wie das ist. Man glaubt immer, dass die Dinge ewig dauern können. Man macht Versprechungen und glaubt den Versprechungen anderer Sims. Und dann passiert das Leben. Es bringt Distanz zwischen Wesen, die sich nahe standen. Es fördert Konflikte, wo vorher nur Frieden herrschte. Es bringt Müdigkeit in eine Liebe, die ewig spät schien. Und eines Tages zerbricht ein Paar wie das von Cooper Frogs. Okay, das ist doch ein bisschen traurig. Gut, jeder wäre wahrscheinlich traurig, wenn er aus einer Beziehung geht, die so an sich mit Gefühlen war. Aber was ich krass finde, da ist unsere hochschwangere Molly. Ach Molly, ich hoffe, dass du den Kontakt irgendwann zum Coop suchst und den Kontakt auch eingehst. Oh mein Gott, jetzt... Oh, will sie jetzt den Kontakt? Nein, oder? Und er kriegt es überhaupt nicht mit, dass Molly hinter ihm langläuft. Oh mein Gott. Cooper, und sie denkt sich nur so, Coop, warum lässt du den Kopf so hängen? Oh nein, jetzt überholt sie ihn gleich. Und sie bleibt dann auf der Brücke so stehen und denkt sich so, ach Coopie. Sie würde ihm so gerne alles sagen, aber sie hat so Angst, dass er da reagiert wie ihre Mutter. Ihre Mutter ist total ausgerastet, sie ist von zu Hause rausgeschmissen worden. Sie wohnt jetzt bei Simone und bei Emiliano in der WG. Die haben sich jetzt zusammen im Apartment genommen. Und die Molly arbeitet von zu Hause, während die anderen beiden den größten Teil der Miete reinholen. Sie tut natürlich auch ihren Beitrag bei, aber das meiste machen natürlich die anderen beiden. Deshalb, wir werden jetzt kurz hier noch ein bisschen an den Dings-Trainings-Dings gehen. Und sie würde ihm wirklich gerne alles sagen. Ich bin sehr gespannt, wann der Tag gekommen ist, wenn es dann soweit ist. Und was haben wir hier für ein Moodlet? Wieder Single. Es fühlt sich gut an, diese beengende Beziehung hinter sich zu lassen. Okay, also wir wissen es. Er ist auch trotzdem ein bisschen traurig, aber er ist auch eigentlich wieder sehr, sehr glücklich, diese Beziehung beendet zu haben. Und ich würde sagen, mit diesem cuten Gesichtsausdruck, wie er sich freut, diese schon belastende Beziehung hinter sich gelassen zu haben. Und ich hoffe, der Part hat dir soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar als auch ein Abo freuen. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich dann sehr, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.